Ja, wir hören noch mal rein in diesen Knall, der in der 20. Minute hier durchs Rund ging. Also auch da, die Spieler haben sich sofort umgeblickt, weil es einfach ein wahnsinniger Krach war. Es hat allerdings auch weiter weg vom Stadion wohl eine Schießerei gegeben, wo auch von Toten die Rede ist. Auch das ist noch nicht im Moment 26 Tote, wie ich in der Sekunde höre. Allerdings, diese beiden Zusammenhänge sind jetzt nicht bestätigt. Jetzt sehen wir Bilder live vom im Stadion. Es wird, werden die Innentore aufgemacht, dass die Zuschauer auf den Platz laufen dürfen. Wahrscheinlich eine neue Sicherheitsmaßnahme jetzt der Polizei. Von einer Geiselnahme ist auch die Rede, die es angeblich in einer Konzerthalle gegeben hat hier in Paris. Und angefangen hat ja alles heute Vormittag mit einer Bombendrohung im deutschen Spielerhotel, die sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat. Da hatte man noch die Hoffnung, das war alles nur ein übler Scherz an diesem Tag. Aber dass der Tag eine solche Wendung nimmt, das reißt uns allen den Boden unter den Füßen weg.